Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Triple H spricht über NXT, über ein Match mit AJ Styles. Außerdem gibt es auch noch Infos, was mit Andrade jetzt passieren wird. Und wir haben einen All Elite Superstar auf dem WWE Network. Was ist da eigentlich los? Auf geht's! So, vorab, heute ist der letzte Tag für den großen Gold Rush Sale bei Smilodogs. Also auf jeden Fall noch auschecken und mit dem Gutscheincode Martin60 nochmal auf alles 60% Rabatt. Völlig kranke Aktion auf jeden Fall. Heute haben wir wieder sehr schöne News. Zum Beispiel eine WrestleMania App. Das könnte sogar bahnbrechend sein oder federführend für generelle Veranstaltungen, denn wir haben also eine WrestleMania-App für die Leute, die bei WrestleMania vor Ort sind. Darin sind zum Beispiel Sachen wie, dass man zum Beispiel Gesundheitsfragen direkt ausfüllen kann oder auch, dass man quasi schon shoppen kann, im WWE-Shop exklusive Produkte bekommt, die man denn in dem eigentlichen WrestleMania-WWE-Shop nur noch abholen muss. Damit spart man sich natürlich das ganze Rumgesuche und so weiter. Und dieses System gilt dann auch mit dem kostenlosen WLAN der Halle, wo man dann zum Beispiel auch sein Essen vorbestellen kann, damit man nicht ewig in der Schlange rumsteht. Das ist eigentlich super brillant. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass wir für Nacht 1 noch ungefähr 1000 Tickets für WrestleMania haben und für Nacht 2 noch ungefähr 800. Und das heißt aber auch, dass WrestleMania doch nicht so schnell ausverkauft war, wie es sich die WWE eigentlich erhofft hatte. Denn die hatten eigentlich angenommen, dass, wenn sie die WrestleMania-Tickets dann in den Verkauf gehen, dass die sofort weg sein werden. Ganz so einfach war es denn doch nicht. Und das ist sogar sehr interessant, denn UFC zum Beispiel, die haben für die Pay-Per-View-Veranstaltung 261 auch wieder Zuschauer zugelassen und die waren ausverkauft oder sind es. Trotz allem, egal wie viele Leute da in der Halle sein werden, die WWE wird sowieso bekannt geben, dass sie mehr Zuschauer als der Super Bowl hatten. Da waren jetzt offiziell 22.500 Leute drin. Das heißt, es wären sowieso mehr als beim Super Bowl, einfach nur um das sagen zu können. Dann gab es noch eine schöne Story rund um John Cena, obwohl Cena eigentlich nur, naja, am Rande was damit zu tun hat. Und zwar gab es einen Jungen, der seine Schwester vom Erstickungstod quasi gerettet hat, indem er eine Technik angewendet hat, die er kurz vorher bei einer Nickelodeon-Show gesehen hat, die dort präsentiert wurde von John Cena. Es ging also darum, jemanden dann halt auf den Brustkorb zu drücken, um Druck aufzubauen, damit irgendwelche Verstopfungen oder so Sachen halt einfach aus dem Rachen rausgeschleudert werden können. Und hier war das so, die waren bei McDonald's und die Schwester ist halt fast an einem McNugget erstickt. Und die Eltern haben es halt nicht mitbekommen, weil wenn hinten ein Kind keine Luft kriegt und nichts sagt und nicht rumschrakelt oder sonst irgendwas, fällt das nicht unbedingt auf. Aber der Bruder hat reagiert, hat seine Schwester gerettet und das nur wegen John Cena. Dann hatte ich ja gesagt, dass Titus O'Neil bei der Hall of Fame den Warrior Award bekommen hat. Und einige Fans waren da nicht ganz so begeistert, weil sie meinen, dass es jemanden geben würde im Wrestling-Business, der diesen Award auf jeden Fall mehr verdient hat. Und zwar Chad Gaspard. Der ist ja letztes Jahr verstorben, nachdem er seinen Sohn noch aus dem Wasser gerettet hat und dann aber selbst dabei ertrunken ist. Und diese Heldentat wollte man, oder könnte man eigentlich, mit dem Warrior Award dann dementsprechend auch präsentieren. Aber das hat man jetzt nicht gemacht. Das heißt aber nicht, dass man das nicht noch machen wird. Denn es gibt ja eigentlich jedes Jahr den Warrior Award, obwohl man den ja quasi jetzt für 2 Jahre nur einmal gemacht hat. Aber das kann ja trotzdem immer noch umgesetzt werden. Dann hat man jetzt für die dieswöchige Smackdown-Episode gleich mal eine WrestleMania-Smackdown-Episode rausgebracht. Da gibt es ja denn die Kickoff-Show-Matches, die es eigentlich bei Tag 1 in der Kickoff-Show gegeben hätte. Und damit haben wir eine ziemlich krasse Episode, die wir nächste Woche sehen. Da haben wir die Andre the Giant Memorial Battle Royale, wir haben Fatal 4-Way Smackdown Tag Team Titel-Match. Und Roman Reigns wird noch ein bisschen was zu seinem Match bei WrestleMania sagen. Also die scheinen schon mal ganz cool zu werden. Dann gab es zu WrestleMania und zu NXT TakeOver auch mal wieder ein paar Mediencalls mit Triple H. Und hier gab es eine Aussage vorher, dass er meinte, dass er wohl aus dem Mittwoch rausgedrängt wurde oder sagen wir mal eher rausgemobbt wurde mit NXT und sprach damit quasi so ein bisschen gegen All Elite an. Allerdings ist diese Aussage so nie gefallen. Die ist zwar im Internet überall
berichtet man drüber. Aber die Leute, die halt vor Ort waren, haben gesagt, das hat er nie gesagt. Also auch wieder einfach mal wieder bloß ein Gerücht gewesen. Was er aber gesagt hat, sind natürlich Gründe, warum er denn jetzt auf den Dienstag gegangen ist und spricht zum Beispiel die Tatsache an, dass er es nur profitabel findet, wenn man direkt nach der Raw-Episode geht, also einen Tag nach Raw, denn da würde man natürlich noch im Hype sein vom Wrestling und so weiter. Raw ist nun mal die Flagship-Show und da könnte man wahrscheinlich von profitieren. Oder auch nicht. Im Groben und Ganzen wird das aber mehr Zuschauer bringen, der Wechsel auf Dienstag. Denn schon alleine die Leute, die immer hin und her gesappt sind zwischen All Elite und NXT, müssen sich jetzt nicht mehr entscheiden. Außerdem wurde er noch gefragt, wie es eigentlich aussieht mit einem Match zwischen ihm und AJ Styles. Und er meinte, dass er zwar in einer sehr guten Shape ist für dieses Match und auch AJ Styles ihn andauernd fragt wegen diesem Match, aber dass er nicht behaupten würde, dass er in WrestleMania-Shape ist. Also, ja, werden wir das dieses Jahr auf jeden Fall nicht sehen. Außerdem gab er bekannt, dass es für beide Nächte von NXT TakeOver eine jeweils einstündige Kickoff-Show geben wird. Und dann ging es noch darum, dass Walter ja bei NXT TakeOver seinen UK-Titel verteidigt, aber A-Kid zum Beispiel den Heritage Cup nicht. Und da ist er einfach drauf eingegangen, dass es natürlich aktuell immer noch eine schwierige Lage ist mit Corona und dass es ja schwierig ist, die Leute immer hin und her fliegen zu lassen. Von daher war es schon nicht so einfach, überhaupt Jordan Devlin und Walter für das Event zu bekommen. Deswegen hat man das jetzt erstmal gelassen. Dann gibt es Gerüchte rund um Lucha Underground. Es könnte also sein, dass jemand dieses Produkt aufarbeitet und nochmals an den Start bringt. Allerdings vielleicht unter einem anderen Namen und so ein bisschen was wurde ja da schon geleakt. Es gibt ja wohl schon eine Website und so weiter und viel mehr ist da nicht bekannt. Trotzdem könnte man vielleicht demnächst bald wieder so einen Stil wie Lucha Underground bei einer neuen Promotion sehen. Und dann kommen wir auch damit gleich zu Ivelisse. Sie ist nämlich jetzt schon einige Zeit nicht bei All Elite eingesetzt worden. Und hier wurde berichtet, dass es sowohl so ein paar Probleme zwischen ihr und einigen Trainern gab, weshalb sie aktuell nicht eingesetzt wird. Bei ihr ist es ja sowieso der Fall, dass sie halt nicht unter All Elite Vertrag steht, sondern dass sie quasi nur für Events gebucht werden konnte. Und das wurde sie halt jetzt schon eine Weile nicht. Also schauen wir mal, ob sie da wieder groß eingebunden wird. Dann hat die NFL ein paar Infos für die diesjährige Season rausgehauen, die gar nicht so unwichtig sind für unsere Wrestling-Welt. Und zwar soll es zum Beispiel so sein, dass man jetzt 2 Spiele Montagnacht ausstrahlen möchte und das zeitgleich mit Raw. Sonst war es nämlich immer so, während der NFL-Season, dass halt auch ein Football-Spiel lief. Das heißt, in dieser Zeit hatte Raw sowieso weniger Einschaltquoten, weil die Leute sich zwischen Raw und NFL entscheiden mussten. Jetzt müssen sie sich aber entscheiden zwischen Raw und dem einen NFL-Spiel und noch einem anderen. Das heißt, auch hier werden wir wahrscheinlich dann in der Season-Zeit ja, noch ein paar Zuschauer an Football verlieren. Dann hat Murphy auf seinem Instagram-Account über die Fehde zwischen ihm und den Mysterios gesprochen oder die ganze Storyline generell und hat das Ganze aber in seinem Heel-Charakter gemacht, dass die Mysterio-Familie sich bloß an ihm hochgezogen hat, dass Aliyah bloß ihre Social-Media-Präsenz und natürlich ihre Schauspielkarriere an ihm hochziehen wollte. Rey Mysterio ist sowieso eifersüchtig, weil Buddy Murphy natürlich jetzt der größte Cruiserweight ist und so weiter und so fort. Allerdings wurde dieses Posting auch direkt wieder gelöscht. Also keine Ahnung, was das wieder für eine Aktion war. War in Character und hat so ein bisschen eigentlich dann diese Fehde noch erklärt, weil die wurde ja einfach so fallen gelassen. Aber ja, fand wohl WWE nicht gut und wurde gelöscht. Dann habt ihr am Montag bei Raw letzte Woche gesehen, dass sich das Hurt-Business gesplittet hat. Und das ist ja eigentlich für uns WWE-Fans nichts Neues mehr. Yo, es gibt ein Tag-Team, es gibt eine Gruppierung. Und natürlich kommt irgendwann Vince McMahon und er sagt, ach, wir reißen alle auseinander. Und genauso ist es halt hier auch wieder passiert. Vince McMahon hat alleine entschieden, dass dieser Split hier kommen sollte. Und natürlich waren die Leute nicht darüber begeistert. MVP, Bobby Lashley und so weiter, die waren alle nicht begeistert, haben das auch lautstark geäußert, dass sie diese Idee nicht gut finden. Aber es ist nun mal Vince McMahon und der kann entscheiden, was er will. Und damit haben wir jetzt diesen Split. So, und dann haben wir noch was zu Andrade. Da gab es ja in der letzten Zeit sehr viel rund um ihn. Und jetzt hat er auf Twitter ein Bild gepostet, wo er einen Vertrag unterschrieben hat. Und schrieb dazu, dass es
einen neuen Anfang geben wird. Und damit teast er auf jeden Fall sein Debüt bei irgendeiner Promotion an. Und wir wissen nicht welcher. Warten wir mal ab. Dann hat die WWE für WrestleMania an ihre Partner rausgegeben, so ein paar, nennen wir es mal Richtlinien, wo die Partner gerade im Social Media Bereich nicht drauf eingehen dürfen, Wörter, die sie nicht irgendwie sagen dürfen. Zum Beispiel sollen sie nicht auf negative Kritik eingehen, sie sollen sich auf jeden Fall nicht irgendwie mit irgendwelchen komischen Storyline-Geschichten oder irgendwelchen Spekulationen auseinandersetzen, sollen also, wenn das mal an die rangetragen wird, überhaupt gar nicht irgendwie bedienen. Und dazu gibt es noch eine ganze Latte an Sachen, an Wörtern, die sie nicht sagen dürfen. Also in keinen der Postings zu WrestleMania. Darunter sind halt so, ich nenne es mal böse Sachen wie Mörder, Blut und Choken und so eine Sachen halt. Aber halt auch Sachen wie Kayfabe, Belt, WWF, Diva, Anti-Diva und so eine Sachen. Ebenfalls natürlich auch Wrestler. Ja, denn man sollte natürlich über Sports-Entertainer sprechen oder Superstars. Und einfach mal hier so eine kleine Liste. Und dann hat die WWE noch eine extrem große Bombe platzen lassen, die natürlich schon sehr, sehr geil ist, gerade in der jetzigen Zeit. Und zwar hat man revealed, dass nach dem zweiten Tag WrestleMania wieder mal der Stone Cold Podcast auf dem WWE Network ausgestrahlt wird. Und dieses Mal ist zu Gast Chris Jericho. Und das ist eine ziemlich krasse Meldung. Denn Jericho ist ja aktuell unter All Elite Vertrag. Wir sehen also hier einen All Elite Superstar auf dem WWE Network. Und das ist ziemlich interessant. Denn natürlich werden die auch dort über All Elite sprechen. Wozu sollte denn Jericho sonst da sein? Natürlich geht es auch um seine Karriere bei der WWE und so weiter. Aber die werden auf jeden Fall ja auch All Elite ansprechen. Sehr interessant ist es, dass Jericho Austin deswegen angeschrieben hat, der die Idee gut fand und er daraufhin Vince McMahon anschrieb. Und Vince fand die Idee gut und ja, hat sein Okay dafür gegeben. Also wurde das auch so umgesetzt. Ist natürlich sehr interessant und natürlich auch gar nicht dumm. Denn nach WrestleMania so ein Ding aufzubauen, was ja vielleicht zu einer kleinen Kontroverse führen könnte. Wie gesagt, er redet auf dem WWE Network über All Elite, das ist ja böse. Ist natürlich sehr, sehr klug. Da gucken vielleicht nochmal ein, zwei Leute mehr WrestleMania und bleiben dann dran für diesen Podcast. Ich finde es auf jeden Fall super cool, ich freue mich darauf. Schau mal, wie das Ganze ausgehen wird und wie viel die da einfach drüber schnacken. Das wird sehr interessant, glaube ich. So, Freunde, das war's auf jeden Fall erstmal mit den News. Ich muss euch jetzt immer sagen, was es halt am nächsten Tag für Videos gibt. Denn wie gesagt, jetzt kommt eine ganze Menge. Und also am besten Abo da lassen und natürlich Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden. Dann bekommt ihr das alles mit. Morgen gibt es also die Raw Review für die Kanalmitglieder und für alle die NXT Takeover Tag 1 und 2 Preview. Das Ganze wird zwar in einem Video stattfinden, aber trotzdem, ich rede also über NXT TakeOver in einem Video. Ansonsten würde ich wieder zwei Videos dazu machen. Die Reviews kommen allerdings in zwei Videos, deswegen, ja, es wird viel, Freunde. So, dann war es das auf jeden Fall erstmal. Also gerne mal den Daumen nach oben da lassen und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das mit Jericho findet. Ich feiere das auf jeden Fall extrem. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, in vielen Videos. Also, Freunde, wir sind in der WrestleMania-Woche. Der Hype geht bis zum Mond, genauso wie der Safe Moon und der Dogecoin. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, Freunde, haut rein und ciao.